Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports, willkommen zurück hier auf Kanada mit dabei der Camilo. Hallo, und es sieht sehr nach Regen aus. Ja, nee, keine Ahnung. Ja doch, es Ja, regnet doch. ja. Ihr seid doch scheiße. Aber ich fahre jetzt schnell raus, damit ich noch eine Zeit im Trockenen fahren kann. Ja. Wenn's passt. Dann Aber sind wenn wir es natürlich schon dabei. tropft, dann ist schon Nein, vorbei. fett. Da war was Rotes gerade hergefahren, Ferrari. Na, scheiße. Komm schon! Lass Tatata! Abimbo weg. Weil das sollte jetzt das Ziel sein, bevor es anfängt zu regnen. Ob es klappt, ist eine andere Sache, aber. Oh, ich hatte den Virus hinter mir, oder was? Ups. Auf Trocken natürlich jetzt ganz was anderes. Ich bitte dich, Stroll, gib Gas. Oh ne, jetzt habe ich einen Stroll vor mir so nah. Ne, haben wir nicht. Knapp. Oh, Magnussen, das war aber ganz knapp. Ja, der kam gerade aus der Box rausgefahren, wo ich da lang kam. Der lebt gefährlich, der Kollege. Stroll, du alte Strollerbirne! Da war ich auch froh, als ich den endlich überholt hatte. Ich hab das Gefühl, als wenn die jetzt gerade alle rausfahren, ey. Ja, weil es fängt an zu regnen. Oder es regnet schon, sagt man mal so. Boxenstopp. Ja, dürfte aber nicht reichen. Wow, jetzt wird's rutschig. Nein! Virus merkt schon. Oh, komm doch einfach rum! Ja, die Strecke wird nass. Scheiß Mistbock, ey. Wow. Bloß nicht kaputt fahren jetzt, Daniel. Bloß nicht. Ich habe mich auf dem zweiten Platz, habe ich mich nur. Oh. Was heißt nur? Oh, das wird ja ganz auf mir sein jetzt. Naja, deswegen, ich tuckel schon hierher. Ein gutes Satz, wenn es jetzt regnet, können die nicht mehr so schnelle Zeiten fahren wie wir und dann... Ich stell jetzt mal, ich habe jetzt auf Mager runtergestellt. Na, ich auch, lohnt sich eh keine Runde mehr zu fahren. Nee, damit man wenigstens noch gutes Ziel kommt, ohne Ducker 80. Ja, voll den Reifen schon. Alter, wir sind gut, Digga, ey, wir haben die richtige Zeit, ey. Naja, die anderen müssen nämlich jetzt neue Reifen sich holen, das heißt... Die haben sehr schlechte Zeiten. Jeder, der jetzt noch nicht gefahren ist, der kriegt schlechte Zeit. Boxenstopp. Oh, starker Regen in 5 Minuten, dann werden die anderen aber echt Probleme kriegen. Haben wir Schwein, Mäuschen, haben wir Schwein! Naja, wenn wir nicht sofort rausgefahren wären... Hätten wir jetzt mit Regenreifen fahren können. So, das nenne ich doch mal gut gelaufen. Bis hier. Jetzt fängt es nämlich richtig an zu rechnen.
Schakabakabukubukubiki. Hui. Stricki, stracki, strulli. Eschkena, hispulli. Komm, bock mich hoch und dann rein, Mensch. Guck nicht immer so lange. Entschuldigung, aber ich habe wieder einen Aufregen und trockenen Hals. Leute, tut mir leid, tut mir leid. Da fahren die McLarens raus. Na, gucken wir doch mal reden. So, darf ich jetzt vom Menü, während die da rumahnen, kann ich doch schon ins Menü gucken. Das ist grausam, ey. Oh, ich sag mal, warte mal. Ich mein, 12 mal, ich Leute mal. Konnten noch eine Rundenzeit mit Ultrasoften fahren. Die anderen müssen alle... Ja, Raikön, Vettel, Perez. Ah, oh, Teamkollege auf 5. Teamkollege auf 5. Hey, oh. Hey, oh. Alter, wir waren von der Zeit aber nicht weit auseinander, du. Ja, nö. Das war schon... Dass ich mit meiner Karre überhaupt so eine Zeit hingelegt habe, ist ein Wunder. Wir wollen noch 5 Minuten warten, oder was? Hello. Kennst das doch Spielchen schon mittlerweile. Diese Scheißwarterei. Aber, wie hast du gesehen, eine gute Zeit, Freunde. Wir hatten auf 1,24 und 1,25, 1,26. Und das mit grünen Reifen, also mit den Regenreifen. Ja, hier sieht man schon, viele sind schon auf grün draußen. Und ja, wir, die bis auf, sag jetzt mal so, 11. Platz, 13. Platz, waren noch auf Ultrasoft und alles andere muss jetzt auf grün. Die Zeiten sprechen dementsprechend, sprechen dann dementsprechend auch eine ganz andere Zeit. Ne? Also, ja. Jetzt dein Teamkollege, naja, der hätte es auch benutzen können und hätte es auch nutzen sollen und rausfahren. Ja, ist die KI halt, ne? Machst nix. Mal gucken, vielleicht tut er trotzdem noch einigermaßen gute Zeit im Blättern. The Great! Wow. Wenn er so auf Platz 10 kommt oder so, wäre ich schon zufrieden. Die müssen halt jetzt schon 10.000 Jahre früher bremsen, bevor sie da... Knallt er wieder ans Mikrofon. Oh Mann, gut, dass wir jetzt nicht fahren müssen. Jo. No. Hat im Training gereicht. Intermediens. Tja, Leute. Das einzige so Gute, dass die nicht immer sofort rausfahren, sondern dass wir immer die Ersten, die direkt rausfahren, um das gut zu nutzen. Ja, normalerweise hätte ich zwar auch ein bisschen gewartet, wegen Strecke voll, aber es lief diesmal ganz gut. Da hättest du wahrscheinlich schon Probleme gekriegt, um deine Bestzeit da. Da hättest du wahrscheinlich schon mit Intermediens rausgemusst. Naja. Ja, man sieht es ja, die anderen, die jetzt mit Intermediates fahren, die kommen nicht besser als 1,26. Deswegen, der Bottas ist auch nur 12. Der Hamilton nur 11. Der Ricciardo nur 13. Oh, das wäre ja cool, wenn die Silberfeinde so schön weit hinten bleiben. Ja, natürlich hier Raikön und Vettel 3 und 4.
Und der andere pinke Hamster hier auf Platz 5, guck an. Oh, Romain Grosjean mit seinem Haas auf Platz 6. Ja gut, okay, der Bottas fährt auch noch. Bottas fährt, also Hamilton und Bottas sind beide gleichzeitig in die Box gefahren. Ja, die kriegen wahrscheinlich auch keine bessere Zeit hin. Ich will gerade irgendwie meinem Teamkollegen zugucken, aber irgendwie wird mir der gar nicht angezeigt. Merkwürdig. Die bleiben auf 11 und 12, so wie es ausschaut. Die sind wahrscheinlich gar nicht mehr draußen. Perez kannst du ja auch nicht zuschauen, weil Perez in der Garage ist. Nee, durch den Regen, der Regen versaut den allen die Runde. Man sieht es bei Hamilton und Bottas, die kommen nicht weiter. Sehr schön, sehr schön. Kann man in der, wenn man das jetzt gut fährt, schon wieder ein paar Punkte gut machen. Jawohl, die letzten 30 Sekunden. Ah, Gott sei Dank. Das ist das, wenn man am Anfang gute Zeit fährt, dann braucht man nicht nochmal raus. Es sei denn, man hat Langeweile und will das Qualifying, die Zeit noch ein bisschen nutzen. Aber ansonsten, ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass das Rennen trocken ist und dann ist gut. Weil dann können wir nämlich auch mit Ultrasoften starten und die sind noch voll frisch. Finde ich immer super. So, Qualifying ist zu Ende. Jetzt gucken wir mal auf die gesamte Wertung. Oh ja, bin mal gespannt, ob sich noch was getan hat. So, Jeff, du musst kurz vor Ende muss Jeff nochmal die Schnauze aufreißen. Finde ich ja sehr interessant. Nee, hat sich groß nichts mehr getan. Nee. Die Mercedes bleiben auf 11 und 12. Ja, guck mal, da hast du, wir haben 16, 17, 18, 19 ist ausgefallen. Da hat sich keiner platziert. Da geht es direkt weiter mit 21, 22 und dann Riesensprung auf 26. Also, ja. Ja, weil da kannst du direkt sehen, Ultrasoft und Intermediates. Da sind sofort 4 Sekunden. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im Renntag, oder nicht, Camillo? Ja, wir sehen uns beim Rennen wieder. Haut's rein. Tschüss. Mach's gut. Ciao mit V.